Guten Abend. Ich darf Sie herzlich begrüßen im Namen vom sehr engagierten Veranstalterteam von Global Change Now. Ich schlüpfe heute in eine mir sehr ungewohnte Rolle, und zwar in die Rolle einer Moderatorin. Also bitte entschuldigen Sie, wenn ich das nicht so professionell mache, wie das sonst Moderatoren machen, weil ich habe in dem Sinn da keine Ausbildung. Ich versuche es trotzdem, wünsche eben allen einen guten Abend. Und bevor wir jetzt einsteigen in die Podiumsdiskussion zum Thema Energiewende, Ende Gelände, habe ich noch eine kleine Durchsage, und zwar betrifft es auch das Sie, aber leider in einem anderen Zusammenhang. Gestern ist ein Panasonic-Ladegerät mit Akku in der Halle verschwunden. Vielleicht hat es jemand irrtümlich eingesteckt. Es würde ganz dringend benötigt, um weitere Filmaufnahmen zu machen. Also wenn jemand das Panasonic-Ladegerät mit Akku gefunden hat und eingesteckt hat, bitte bei der Technik abgeben, falls man nicht weiß, wo man es hingeben sollte. Es würde dringend gebraucht. Gut, also das zum einen Thema Energie, dann zu unserem eigentlichen Thema des Abends. Es geht darum, wie decken wir den Energiebedarf in der Zukunft. Wir stehen vor Herausforderungen, wir stehen, Stichwort Klimawandel, Stichwort Umbau der Energieversorgung auf erneuerbare Energien. Unser Planet soll die Energie für unsere Ansprüche liefern. Steht unser Planet vor einem Burnout? Wie bringen wir die Energie der Zukunft, die wir für unseren Wohlstand, für unsere Gesellschaft benötigen, wie werden wir diese erzeugen? Die Energiewende ist ein großes Stichwort. Ist diese Energiewende die Rettung oder bringt sie nur neue Probleme? Wie wird diese Energiewende organisiert? Ich komme aus Österreich, also wir haben ein bisschen eine andere gesetzliche Basis, deshalb ist wahrscheinlich das Erneuerbare Energiegesetz hier ein großes Thema, dem wir uns jetzt zuwenden werden. Aber bevor es richtig ins Thema reingeht, möchte ich natürlich die Podiumsgäste ganz herzlich begrüßen. Ich fange auf dieser Seite an. Als Physiker Dr. Norbert Ohler. Die weiteren Tätigkeitsfelder bitte ich dann die Referenten selber zu präsentieren. Dann Professor Dirk Löhr, Professor für Steuerlehre und ökologische Ökonomik an der Fachhochschule Trier. Und zu meiner linken Seite, also von Ihnen aus rechts, Jan Wecke. Er kommt aus dem Bankensektor und ist seit 2009 in einem Unternehmen ASG Engineering GmbH. Es wurde 2001 gegründet und beschäftigt sich mit Photovoltaik-Systemen und innovativen Produkten. Soweit meine Information. Das ist richtig, ja. Gut. Dann würde ich bitten, dass wir einfach jetzt in der entgegengesetzten Reihenfolge mit der Personenvorstellung beginnen. Kurz zur Person. Ja, also mein Name ist Jan Wecke. Ich bin 1973 hier in Köthen geboren. Bin auch die meiste Zeit meines Lebens hier in Köthen gewesen. Habe eine klassische Bankausbildung genossen, habe auch ein Diplom irgendwann mal abgeschlossen und habe 2009 im Rahmen der beruflichen Neuorientierung mich entschlossen, zum Bereich der erneuerbaren Energien zu wechseln und bin seit 2009 Geschäftsführer und Gesellschafter einer Firma, die ASG Engineering GmbH heißt und sich im Bereich der Photovoltaik ausgiebig in den letzten Jahren ausgetobt hat. Kann man nicht verstehen? Nein, nein, dann ist hier wahrscheinlich... Doch, es ist schon grün. Also mein Name ist Dirk Löhr. Ich lehre an der Hochschule Trier Steuerlehre ökologische Ökonomik. Hört sich ziemlich wie Salat an, passt aber sehr, sehr gut zusammen. Also diejenigen, die ein bisschen im Feld drin sind, wissen auch warum. Vorher war ich unter anderem bei der Deutschen Bahn AG als Hauptabteilungsleiter tätig, hatte vorher noch einen Job in der Finanzwelt. Mittlerweile gefällt es mir hier so, wie ich aufgestellt bin, besser. Mein
Spezialthema, auf das ich sehr stark fokussiert bin, ist vor allen Dingen Landnutzung. Ja, mein Name ist Norbert Ohler, ich bin Physiker und als Softwareentwickler in der Industrie. Und ich werde morgen früh etwas erzählen zur nächsten Generation der Energieerzeugung. Gut, danke. Erneuerbares Energiegesetz in Deutschland. Also es ist eine große Mediendiskussion über dieses Gesetz in Gang, und es gibt eine gewisse Anti-Energiewende-Propaganda. Wenn man das von außen betrachtet, fragt man sich, woher kommt das? Warum ist das so umstritten? Worum geht es bei diesem Gesetz überhaupt? Was ist da zu erwarten? Und warum wird auch so stark dagegen argumentiert? Wer von den Herren würde gern auf diese Frage einsteigen? Also mal in Grundzügen vorzustellen, worum geht es bei diesem Gesetz und warum ist es so umstritten? Also beim Erneuerbaren Energiengesetz geht es ja grundsätzlich darum, dass für die Erzeugung von erneuerbaren Energien ein Einspeisevorrang in das öffentliche Netz gewährleistet wird. Das heißt, es geht immer zuerst erneuerbare Energien und danach werden fossile oder andere Energieträger im Netz bevorzugt. Und es gibt für bestimmte Energieerzeugungsformen, Photovoltaik, Biomasse, Wind, Wasser, eine feste Einspeisevergütung, die für einen gewissen Zeitraum gewährt wird. Das sind erstmal so die grundsätzlichen Rahmenbedingungen zum EEG. Warum ist das derzeit umstritten? Das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Das jetzt kurz zusammenzufassen, kann ich versuchen. Ich glaube, dass das EEG ein unheimlicher Erfolg in der Gesetzgebung war. Wir haben Investitionen in dem Bereich gesehen, die man vor einigen Jahren für nicht umsetzbar hielt. Wir haben zusätzliche Energieerzeugungsformen in großem Maßstab erlebt, was man vor einiger Zeit vielleicht gar nicht erlebt hätte oder nicht für möglich gehalten hätte. Und das Erneuerbare Energiengesetz ist ein Exportschlager, das in vielen Ländern der Welt in der Form wie in Deutschland oder in ähnlicher Form umgesetzt wird. Was wir in diesem Zusammenhang sehen, ist, dass die großen Energieerzeuger nicht in der Lage sind oder nicht in der Lage waren, auf diese kleinen dezentralen Strukturen, die wir im Bereich der erneuerbaren Energien fördern, einzugehen. Und wir sehen, dass sie diesen Trend ganz einfach verschlafen haben. Die Dynamik, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, insbesondere im Bereich der Photovoltaik, wurde von vielen Marktteilnehmern, von vielen großen Marktteilnehmern in den letzten Jahren ganz einfach unterschätzt. Und der jetzt doch gewonnene wesentliche Markteinfluss, den die erneuerbaren Energien haben, führt natürlich dazu, dass die großen Energiekonzerne erhebliche Einbußen in ihrem Geschäftsmodell sehen, dass gewisse Renditen ausbleiben. Und das ist sicherlich ein Grund, der auch die Großen der Branche dazu aufruft, massiv gegen dieses Gesetz zu intervenieren. Wir haben in den letzten zwei, oder ich glaube, das war am 4., 5., 6. März, wo wir so richtig schönen Sonnenschein hatten und wo es ein relativ über ganz Deutschland eine große Hochdrucklage war, haben wir so viel Energie erzeugt, allein mit Photovoltaik, wie 20 Atomkraftwerke. Ich glaube, das ist ein Grund, der ja, ganz augenscheinlich dazu beiträgt, dass erneuerbare Energien von Seiten der Großkonzerne torpediert werden. So wie es heute im Endeffekt betrieben wird. Da findet meines Erachtens eine große Verschwendung statt. Herr Wecke ist da sicher anderer Meinung. Sie verdienen aber auch Ihr Geld damit. Ich verdiene mein Geld nicht damit. Ne? Und aus diesem Grunde darf ich mir diese andere Meinung leisten. Unabhängig davon, ob ich mein Geld damit verdiene oder nicht, sehe ich es schon so, dass wir nicht nur auf eine Technologie uns festlegen sollten. Und das, was Sie gerade beschrieben haben, würde ja dazu führen, dass sich nur eine Technologie durchsetzt und andere Technologien dabei nicht berücksichtigt werden. Und sich nur abhängig davon zu machen, von zum Beispiel Wind, ist vielleicht auch nicht die richtige Lösung. Ich glaube schon, dass verschiedene Technologien unterschiedliche Preise erfordern, unterschiedliche Wirkungsgrade haben und unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Und das kann man vielleicht nicht in einem Preis pro vermiedene CO2. Plus, minus musste man vielleicht rechnen. Ich glaube auch nicht, dass das, so wie Sie das jetzt beschrieben haben, umsetzbar sein kann. Denn auch im Bereich der fossilen Energieträger haben wir nichts anderes als eine Subvention.
Vollkommen d'accord. Wir haben auch im Bereich der Kernkraft letztlich enorme Subventionen. Also die Grundlasttechnologien wären, wenn die Preise vollkommen korrekt gesetzt werden, überhaupt nicht konkurrenzfähig. Also da sind wir vollkommen d'accord. Weder Braunkohle, ich habe es heute in meinem Vortrag gebracht, Braunkohle wäre nicht konkurrenzfähig, wenn die tatsächlichen Kosten der CO2-Emissionen eingepreist würden. Kernkraft wäre nicht konkurrenzfähig, wenn die Kosten der Entsorgung und die Kosten des Risikos eingepreist würden. Da sind wir vollkommen d'accord. Nur, ich meine, es ist kein guter Weg, wenn wir heute hingehen, oder wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, heute sieht es ja schon wieder anders aus, und sehr viel Geld ausgeben für Photovoltaik, das einen sehr geringen Effekt hat, beziehungsweise einen sehr geringen Beitrag zu den erneuerbaren Energien. Die Alternative ist nicht, das Geld in Kernkraft stecken und so weiter. Die Alternative ist, es in andere erneuerbare Energielinien zu stecken, wo man weitaus größere Effekte hätte. Im Übrigen auch höhere Effekte hinsichtlich Arbeitsplätze, die heutzutage weitgehend in China stattfinden. Im Übrigen auch möglicherweise bessere Umwelteffekte, denn wenn die Produktion dieser Panels da in China stattfindet, das ist auch nicht immer umweltmäßig einwandfrei und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die könnte man möglicherweise besser regeln. Darauf könnte ich gerne noch erwidern, dass die deutsche Industrie ja momentan von einer Pleitewelle bei den Herstellern bedroht ist. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch sehr eindeutig, dass Konzerne aus China, aus Südkorea, aus Japan die deutschen Technologie gerne kaufen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, insbesondere bei der Photovoltaik, seitdem ich 2009 in diesem Metier tätig bin, hat sich mein Blick auf Gebäude etwas verändert. Früher habe ich mir gerne Fassaden angeguckt und Vorgärten. Und nach so langer Zeit in der Branche fährt man im Gebäude vorbei und guckt, was ist auf dem Dach. Und wir sehen in Deutschland immer noch sehr, sehr viele Dächer, die keine Photovoltaikmodule haben. Das heißt, wir haben ausreichend Fläche, um Energie erzeugen zu können. Und jetzt könnte man natürlich noch differenzieren zwischen einer Dachfläche von einem Eigenheimbesitzer oder von einem Industrieunternehmen. Aber eins ist aus meiner Sicht eindeutig. Wenn wir Strom dort erzeugen, wo er benötigt wird, im Einfamilienhaus, im Industrieunternehmen direkt vor Ort, brauchen wir den teuren Ausbau der Stromnetze nicht. Und von daher ist aus meiner Sicht, unabhängig, ich will jetzt keine Pro-Kontra-Diskussion zwischen den einzelnen erneuerbaren Energien führen, aber das Thema Flächenverbrauch, Effizienz, ja, nein, sehe ich das Thema Photovoltaik sehr, sehr positiv. Denn ein normaler Einfamilienhaushalt in Deutschland mit einer Dachfläche, also ein Einfamilienhaushalt mit 3.000 bis 4.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr, reicht die Dachfläche locker aus, um den Jahresenergiebedarf zu decken. Was uns fehlt, ist ein Speicher. Also wie gesagt, ich bin nicht vollkommen gegen Photovoltaik. Mittlerweile sind die Geschichten ja auch so preiswert geworden, dass sich tatsächlich vor allen Dingen in der Verwendung, die Sie gerade ansprechen, tatsächlich auch sinnvoll machen lässt. Allerdings in der Vergangenheit wurde da meines Erachtens zu viel in die falschen Stellen gesteckt. Das Geld hätte man möglicherweise besser verwenden können in Wärmedämmung, in andere Energielinien. Im Übrigen wissen wir ja gar nicht, welche Energielinien sich sonst noch entwickelt hätten, weil wir die niemals gefördert haben. Wir haben niemals einen Innovationsprozess zustande kommen lassen, in dem die heute schon bekannten Energielinien gefördert wurden und nichts darüber hinaus. Das ist letztlich Planwirtschaft. Wir reden über erneuerbare Energien. Ich würde gerne noch mal jetzt einen Schritt zurückgehen. Welche Energien sind denn das? Also von welchen Energieträgern redet man da? Und wo sind die Vorteile bzw. Nachteile dieser Energieträger? Was ist auch der große Unterschied zu den jetzt genutzten fossilen Brennstoffen? Dass man einfach noch mal einen Schritt zurückgeht, um zu erklären, was ist denn erneuerbare Energie? Wäre das die Frage für den Physiker später? Unser Physiker kneift. Ne? Was versteht man? Ja, die Definition, was man unter erneuerbaren Energien versteht, die ist teilweise ein bisschen, die weicht teilweise ein bisschen ab. Vor allen Dingen subsumiert man darunter beispielsweise Biomasse, ne, also die energetische Nutzung von ja, Holz, Gras und so weiter. Mittlerweile sprechen wir von Biomasse der zweiten Generation.
Ich denke, darüber werden wir später noch mal sprechen, ne, über das Thema Biomasse, auch eine nicht unumstrittene Angelegenheit, was im Übrigen auch wieder mit den Fördermechanismen des EEG zu tun hat. Die Vermeisung der Landschaft, die wir da im Augenblick haben, die ist durchaus auch durch eine verfehlte Förderpolitik zurückzuführen. Und auch die Problematik, dass es mittlerweile selbst in Deutschland zu einem regelrechten Farmgrabbing kommt, die hat auch damit zu tun, dass hier verfehlt gefördert wird. Also das nur am Rande. Wir sprechen von Sonnenenergie natürlich, wir sprechen von Windenergie. Das sind meines Erachtens so die wichtigsten, die wir haben. Einige bringen noch Wasser dazu, andere schließen das aus, sagen, das ist eigentlich nicht mehr die erneuerbare Energienproblematik im engeren Sinn. Dann dasselbe mit der Erdwärme und so weiter. Andere schließen das auch aus und sagen, hier geht es eigentlich nicht um erneuerbare Energien, das ist eine Definitionsfrage. Wie hoch ist denn der Anteil der erneuerbaren Energie derzeit? Am Gesamtstrombedarf? Am Gesamtstrombedarf, also am Aufkommen? Ich würde sagen 27%, aber ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ein bisschen geringer. Also ich hätte so im Kopf gehabt, 20%, stimmt das? Also wo will man denn hin? Also bei dem Erneuerbaren Energiegesetz, gibt es da einen Richtwert, wie hoch soll der Anteil der erneuerbaren Energieträger werden? Heißt die Energiewende jetzt 100% erneuerbare Energien oder hat man ein anderes Ziel? Das ist sicherlich ein Nachteil im Erneuerbaren Energiegesetz, dass da nicht drin steht, bis zu welchem Zeitraum wir welchen Anteil erneuerbaren Energien gewährleistet haben wollen. Das ist dort aus meiner Sicht nicht ausdrücklich formuliert, sondern da geht es um die Bedingungen. Also das EEG gibt nur die Bedingungen vor, wann wird gefördert. Wäre hier am Podium jeder mit der Aussage einverstanden, zu sagen, wir brauchen einen Umbau auf 100% erneuerbare Energien? Ist Konsens über diese Frage? Oder sitzt jemand hier, der sagt, das brauchen wir nicht? Also ich denke, was mich angeht, ja. Also auf jeden Fall. Die Frage ist nur, innerhalb welchen Zeitraumes ist diese Geschichte plausibel darstellbar und auch finanziell tragbar darstellbar, wobei ich gebe Ihnen vollkommen recht, die ganzen finanziellen Horrorszenarien, die da an die Wand gemalt werden, die sind oftmals interessenpolitisch beeinflusst. Die Kosten, die wir haben, allein durch den Anstieg von Rohöl, von Gas, der fossilen Energieträger, die werden in den seltensten Fällen den Kosten der Energiewende zutreffend gegenübergestellt. Dann kommt man nämlich zu ganz anderen Rechnungen. Die Frage, die man vielleicht in dem Zusammenhang stellen kann, ist nicht, was kostet uns die Energiewende, sondern was kostet es uns, wenn wir die Energiewende nicht dazu vollziehen? Das ist vielleicht eine viel interessantere Frage, die wir langfristig beantworten müssen. Was kostet es uns, wenn wir die Energiewende nicht langfristig sozusagen oder sofort umsetzen? Es wird immer so getan, als ob das Szenario, das Alternativszenario zur Energiewende der Status quo wäre. Das stimmt ja nicht. Das Alternativszenario ist, dass die Meeresspiegel weiter steigen, dass wir steigende Militärausgaben haben, die Flüchtlingsströme abzuwehren und so weiter und so fort. Also von daher, Sie haben vollkommen recht. In dieser Energiewende-Diskussion prallen im Grunde auch zwei Weltbilder aufeinander. Also einmal eine zentralistische Sichtweise, die von großen Konzernen vertreten wird. Man will das in großen Maßstäben lösen, Wind im Norden, Sonne im Süden. Und auf der anderen Seite die dezentrale Versorgung, also eine demokratische Energiewende. Wer würde denn dazu gern Stellung nehmen, was die Unterschiede sind, wenn große Konzerne von erneuerbarer Energie reden oder wenn Bürger von erneuerbarer Energie reden? Also meine Erfahrung mit großen Energiekonzernen ist die, dass die kleine dezentrale Projekte gar nicht umsetzen können. Die können in ihrer großen Struktur, die sie aufgebaut haben, nur bestimmte Geschäftsprozesse automatisiert abarbeiten. Die können Großkraftwerke betreiben, aber sie können nicht eine Projektentwicklung vor Ort machen. Es ist für mich unvorstellbar, dass eine E.ON oder eine RWE tatsächlich auf der Meinung ist, dezentral kleine Kraftwerke zu betreiben, vielleicht über Contracting-Modelle. Der Aufwand, der da insgesamt entsteht, ist aus meiner Sicht so groß, dass sie das nur mit einem sehr, sehr hohen Aufwand betreiben könnten. Und die Erfahrung zeigt ja auch, dass an der Gesamtinvestitionssumme die Großkonzerne nur in den ganz großen Projekten beteiligt sind. Und wenn sie denn beteiligt sind,
ich glaube, insgesamt Marktanteile haben von 2 oder 3%. Viel wahrscheinlicher ist, dass eine Energiewende dezentral organisiert wird. Warum? Das ist auch ganz einfach, weil jeder für sein Einfamilienhaus selber entscheiden kann, wann investiere ich in Unabhängigkeit von einem Stromversorger und elektrische Unabhängigkeit sozusagen. Dasselbe trifft, das sind die aktuellen Gespräche, die wir mit unseren Kunden führen, auch auf Industrieunternehmen zu. Mittlerweile sind die Produktionskosten, ich kann jetzt nur explizit für Photovoltaik reden, weil das mein Hauptmetier ist, mittlerweile sind die Produktionskosten für Photovoltaik so niedrig, dass sich auch für energieintensive Unternehmen die Investitionen in eigene Photovoltaikanlagen deutlich amortisiert und schnell amortisiert. Wir haben mittlerweile Stromerzeugungskosten im Bereich 13, 14, manchmal sogar 15 Cent. Gegenüber Strombezugskosten von 19 bis 25 Cent ist das eine Sache, die sehr interessant ist. Und die Erfahrung, die wir momentan machen, ist, dass die Unternehmen auch intensiv darüber nachdenken, was können sie denn in ihrem eigenen Unternehmen dazu leisten, den Strom besser an die Erzeugungskurve, also den Strom, die Strombedarfskurve besser an die Erzeugungskurve anzupassen. Also in den Unternehmen findet auch ein Umdenkprozess statt. Ich muss nicht immer Energie dann kaufen, wenn ich sie brauche, sondern es sind viele Gespräche, die wir führen, die dazu neigen, wie kann ich den Strom, den ich mit einer Photovoltaikanlage zum Beispiel selbst erzeuge, besser in meine betrieblichen Prozesse integrieren. Oder andersrum ist ja dann eigentlich die richtige Frage, wie kann ich meine betrieblichen Prozesse anpassen, um den Solarstrom, der da erzeugt wird, besser nutzen zu können. Ich denke, was Sie da gerade skizzieren, das sollte eigentlich auch die Welt der Zukunft sein, dass wir nicht mehr, wie wir es heute haben, einen sehr dominanten Grundlastbereich haben und eine sehr inelastische, nicht reagierende Nachfragekurve, sondern die Welt der Zukunft wird so aussehen, dass das Stromangebot sehr stark schwankend ist, je nachdem, ob die Sonne scheint, ob der Wind weht und so weiter, aber dass sich die Nachfrage auch viel stärker auf dieses schwankende Stromangebot anpassen muss, mit intelligenten Endgeräten, mit einem intelligenten Netz und so weiter und so fort. Nur das Problem, diese Strukturen können jetzt auch nicht im Interesse der großen vier, der großen Energieversorger sein. Sie müssen sich vor Augen halten, dass vor Fukushima fast die gesamten Grundlastkapazitäten, also Kernkraft, Braunkohle, mit denen die großen vier vor allen Dingen ihr Geld verdienen. Sie müssen sich vor Augen halten, die haben da Renditen, Eigenkapitalrenditen von mehr als 20%. Ne? Mit denen verdienen die ihr Geld. Und das sind eben die besagten zentralistischen Technologien. Und die Welt, die Sie da gerade dankenswerterweise gemalt haben, das ist eine Welt, in der das nicht mehr vorkommt. Und da haben die jetzt natürlich ein massives Problem damit. Was machen sie jetzt? Wenn sie mal Fernsehen schauen und sie gucken sich zum Beispiel RWE-Werbung an, was sehen sie da für eine Technologie? Sie sehen beispielsweise Offshore-Windräder. Wenn sie sich mal anschauen, welche Kostenstruktur haben denn Offshore-Windräder, dann stellen sie fest, es ist eine ähnliche Kostenstruktur wie heutzutage bei Kernkraftwerken, bei Braunkohlekraftwerken, bei Grundlasttechnologien. Auch wieder eine sehr zentralistische Technologie, die sehr schwer durch Wettbewerbsprozesse angegriffen werden kann. Man versucht sich so wieder eine Art Monopolposition auch im Rahmen der erneuerbaren Energien, im Rahmen der Energiewende zu erobern, sodass man nicht so viel federn lassen muss durch diese drohende Dezentralisierung. Ne? Und da geht es meines Erachtens darum, dass man nicht sagt, Energiewende ist gut, sondern es geht auch darum, wie betreiben wir die Energiewende? Machen wir es dezentral oder verfestigen wir solche zentralistischen Strukturen? Was ich da gerne noch ergänzen möchte in dem Zusammenhang. Ich sehe auf Sicht von 5 Jahren auch eine ganz andere, also dieses ganz andere Stromkosten auf uns zukommen. Wir werden variable Stromkosten im Netz haben. Das wird sich aus meiner Sicht kaum vermeiden lassen und das ist sicherlich auch das, was wir alle wollen. Und egal, ob Sie später Mieter sind oder ob Sie ein Einfamilienhaus haben, Sie werden sich einfach einen Stromspeicher kaufen, soweit werden wir in 5 Jahren sein. Und dann wird halt, wenn der Strom in der Mittagszeit durch die viele Photovoltaikanlagen besonders günstig ist, auch besonders also entsprechend günstig sein und Sie werden Ihrem Speicher sagen, so um die Mittagszeit ziehe ich eben so viel Strom, dass ich den ganzen Tag über oder die ganze Nacht über meinen Strombedarf decken kann. Vielleicht ist der Speicher in 5 Jahren auch so groß, dass Sie nicht nur einen Tag oder eine Nacht überleben,
mit dem Strombedarf, den Sie dort haben, sondern eine ganze Woche. Und wir werden also sehen, dass sich der ganze Netzausbau und die ganze Lüge um den Netzausbau, die wir da haben, in Luft auflösen werden. Das ist zumindest meine Hoffnung. Gut, das Speichertechnologie, das war für mich irgendwie jetzt ein gutes Stichwort auch. Ich würde gerne unseren Physiker in die Runde integrieren. Da steht, studierte Physik, arbeitet heute als Softwareentwickler in der Industrie, interessiert sich für Chaos- und Katastrophentheorie, Selbstorganisation, Wirtschaftswissenschaft, Geldtheorie und direkte Demokratie. Jetzt würde mich interessieren, also Speichertechnologie ist einmal eine technologische Frage. Man hat die Diskussionen um die Netzausbauten offshore nach Süden. Die Bürger wehren sich dagegen. Wie sieht es aus Sicht eines Technikers, eines Physikers aus? Wie könnte die Integration erneuerbarer Energien in den jetzigen Energieproduktionsprozess gelingen? Ja, ich kann vielleicht zu einem Punkt was sagen. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, die Windenergie vom Norden in den Süden zu transportieren, dann käme es jetzt, da ist ja dieser Netzausbau in der Diskussion, aber eigentlich ist die Frage, mit welcher Technologie passiert das eigentlich? Und ob man da jetzt nicht mal einen Technologiesprung macht und sagt, wir nutzen die Next Level. Und Next Level heißt eigentlich Tesla-Eindrahttechnik. Tesla hat ja schon von 3-2-1 Mainz, ja, mit 3 Drähten, 2 Drähten, mit einem Draht und drahtlos Energie übertragen. Und das Problem bei der drahtlosen Energieübertragung ist ja eigentlich, dass man da nicht kassieren kann. Da kann man keinen Stromzähler dran bauen. Und das, was wir heute haben, diese Drehstromtechnik, die ist halt veraltet. Aber Tesla hat eben schon, was heute kaum zur Kenntnis genommen wird, eine Technologie entwickelt, die die Energie nur an einem Draht überträgt. Und damit müsste man halt diese Trassen jetzt irgendwie ausstatten. Der Wirkungsgrad dieser Übertragung ist 100%. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auch auf die Idee komme, jetzt aus der Sahara Photovoltaikstrom nach Europa zu transportieren, wenn wir schon auf so eine neue Technologie wollen, dann aber auch wirklich die, ich sag mal, intelligenteste. Und das ist zum Beispiel nicht Hochspannungsgleichstromübertragung, sondern es ist Tesla-Eindrahttechnik. Ich bin da kein Experte, ich muss nachfragen, wie weit ist das in der Praxis erprobt, dass sowas für zum Beispiel einen ganzen Staat eine anwendbare Technik ist, praktikabel? Ja, man muss es nur machen. Also es ist untersucht, man kann es nachbauen. Tesla hat es ja schon gemacht. Ja. Man muss es jetzt nur Firmen finden, die das bauen. Und es wird sich auch im Wettbewerb durchsetzen, weil einfach der Wirkungsgrad 100% ist. Ich habe also beim eigentlichen Energietransport keine Verluste, nur beim Umspannen. Kann ja, eine am Podium jemand zu dem Thema Stellung nehmen? Also ich würde gerne noch was zu den Netzen sagen, aber ich kann nichts zur Tesla-Technologie sagen. Gut, also es geht ja darum, auch von der Struktur her, das würde ja auch wieder bedeuten, Energie über weite Strecken zu transportieren. Macht es das wirklich Sinn oder würde es nicht mehr Sinn machen, dezentral die Energie zu erzeugen? Von der Stabilität her, also das ist eben das Grundsatzprinzip, zentrale Erzeugung, lange Leitungen und Verteilung oder dezentrale Erzeugung, wo soll der Weg hingehen? Darf ich vielleicht mal grundsätzlich etwas sagen? Also du sagtest gerade, Norbert, da kann man auch den Strom aus der Sahara nehmen. Also ich habe damit grundsätzlich ein Problem. Also nicht, weil ich grundsätzlich gegen Zentralismus oder so etwas wäre. Ich gucke es mir aus verschiedenen Perspektiven an. Eine Gesellschaft funktioniert ja immer nach mehreren Leitwerten. Da spielt einmal Effizienz eine Rolle. Da spielt aber auch
ja, Wandlungsfähigkeit eine Rolle, Gerechtigkeit eine Rolle, Versorgungssicherheit eine Rolle und so weiter. Es spielt in einem sozialen System sicher auch die Frage eine Rolle, inwieweit kann ich überhaupt meine Umwelt mitgestalten? Und wenn wir solche zentralistischen Lösungen haben, haben wir immer ein Problem damit. Nämlich, es geht schon damit los, ich als Bürger kann meine eigene Umwelt schon mal nicht mitgestalten. Wenn wir eine dezentrale Lösung haben, können wir das. Wenn wir zentralistische Lösungen haben, ich habe gerade gegen Offshore-Windräder gewettert, ich mache es nochmal weiter, da oben bläst der Wind, wir haben es heute auch sehr schön gehört in einem Vortrag heute Morgen, der leider sehr schlecht besucht war, aber da oben bläst der Wind tatsächlich stark, aber er bläst sehr unregelmäßig. Würde man viel mehr dezentrale Windlösungen über die Republik streuen, hätte man zwar einen schwacheren Wind, aber dafür einen viel gleichmäßigeren Wind. Das heißt nicht das Optimum an Effizienz, aber möglicherweise sind dadurch andere Leitwerte, wie Versorgungssicherheit, wie die Möglichkeit zu partizipieren, wie die Möglichkeit auch selber ja, Erträge rausziehen zu können, aus solchen Modellen sparen zu können, in solchen Modellen, wäre möglicherweise viel besser. Ne? Das heißt, wir sollten nicht nur auf einen einzigen Wert gucken, Effizienz, sondern wir sollten gucken auf eine Vielzahl von Werten, die den Menschen am Herzen liegen und versuchen hier unter Partizipation der betreffenden Menschen ja geeignete Lösungen zu finden und die können an verschiedenen Orten, und da möchte ich nochmal Ihnen widersprechen, die können durchaus an verschiedenen Orten sehr unterschiedlich aussehen. Okay. Ich würde gerne ergänzen, ich würde jetzt nicht widersprechen wollen, sondern ich würde gerne noch ein paar Fakten zum Thema Netz aus meiner Sicht ergänzen wollen. Und zwar war ich letztens bei einem Vortrag der Stadtwerke Magdeburg und da war auch der Chef der Deutschen Energieagentur, der Herr Kohler, zu Gast. Und da ging es darum, gibt es denn in Deutschland irgendjemand, der weiß, wie viel Netz wir überhaupt haben? Es gibt keinen. Keiner in Deutschland weiß, welche Netze wir wo haben. Es gibt kein einheitliches Kataster, in dem alle unsere Höchstspannungs-, Mittelspannungs- und alle weiteren Verteilnetze inklusive Trafostationen irgendwo verzeichnet wären. Das heißt, wir reden über Glaskugel und sagen, wir brauchen eine Netzkapazität von. Wie viel, weiß keiner genau. Dazu kommt sicherlich, physikalisch kann ich das nicht beurteilen, ich bin gelernter Bankkaufmann, dass mir mitgeteilt wurde, dass die maximale Übertragungskapazität von einem solchen Kabel irgendwo gemessen wird bei 35 Grad. Wenn Sonne scheint sozusagen, die Frage ist, wie oft haben wir diese Außentemperaturen in Deutschland und gibt es da nicht intelligentere Möglichkeiten, den Strom zu transportieren? Also wir wissen nicht, welche Netze wir haben, über die wir im Zweifel bestimmte Stromkapazitäten noch verteilen könnten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass bei dem Thema Netze momentan ein weiteres Monopol geschaffen wird. Es ist aus meiner Sicht überhaupt nicht verständlich, warum wir staatliche Schienenwege haben, wir haben staatliche Autobahnen, also es ist alles, es gehört, die wichtigsten Infrastrukturelemente gehören dem Staat. Und Energie ist aus meiner Sicht ein extrem wichtiges Infrastrukturelement. Warum wird sowas privatisiert? Darüber könnte man nachdenken und die Privatisierung hat ja in den letzten Jahren erst verstärkt zugenommen, seitdem es auch das EEG gibt. Und wenn man sich die Auswirkungen anguckt, da würde ich Sie auffordern, gucken Sie einfach mal auf Ihre Stromrechnung, die Sie bekommen von Ihrem Energiedienstleister. Und da gucken Sie mal drauf, was da zum Thema Netzentgelt steht. Und die meisten von Ihnen werden feststellen, dass da ein Betrag von 10 bis 11 Cent Netzentgelt steht. Und der Chef der Stadtwerke Magdeburg hat in dem Abend einen sehr interessanten Vergleich gemacht. Er hat gesagt, wir können es uns überhaupt nicht leisten, diese Milliarden in die Stromnetze zu investieren, weil wir sind ja so arm dran. Aber im Stadtgebiet Magdeburg kostet das Übertragungsnetz, die Stadtwerke Magdeburg, die in dem Fall auch Netzbetreiber sind, 2 bis 4 Cent im Schnitt der letzten Jahre. 2 bis 4 Cent pro Kilowattstunde. Im ländlichen Bereich, inklusive der Übertragungsnetze zur Höchstspannung, sind es ungefähr 5 bis 7 Cent pro Kilowattstunde. Wenn wir es also mal zusammenrechnen oder im Mittelrechnen, sind wir wahrscheinlich bei einem Netzentgelt pro Kilowattstunde von 5 Cent. Das ist dann vielleicht auch schon grob kalkuliert. Wenn wir mit Sicherheitsoptionen rechnen wollen, sind wir bei 6 Cent. 6 Cent pro Kilowattstunde und auf Ihrer Stromrechnung stehen 11 Cent. Jetzt rechnen Sie einfach mal 11 minus 6 sind 5. Mal wie viel Terawattstunden im Jahr, weiß ich nicht, in Deutschland, macht auf jeden Fall 5 bis 6 Milliarden Euro Gewinn der Netzbetreiber, einfach nur, weil das Netz da ist.
Und jetzt gucken Sie mal, wie viel Geld haben die Energienetzbetreiber in den letzten Jahren investiert. Da steht was im letzten Jahr von 120 Millionen Euro. Das heißt also, Sie haben wahrscheinlich einen Gewinn von 5 Milliarden. Damit könnten Sie die Infrastrukturmaßnahmen, die wir in den letzten Jahren oder die so streng gefordert wurden, in einem Jahr nur aus dem Gewinn dieser Netzbetreiber innerhalb von einem Jahr bezahlen. Und auf der anderen Seite haben Sie gesagt, oh, wir sind ja so arm dran, wir können es uns gar nicht leisten, 120 Millionen Euro investiert. Und das sind Punkte, wo ich denke, die Diskussion so zu führen, ist eigentlich absurd. Und noch viel besser ist natürlich, aus meiner Sicht die Position zu sagen, also neben der Verstaatlichung, wir investieren in dezentrale Strukturen, erzeugen die Energie dort, wo sie gebraucht wird und können uns die ganze Investition in die Netze sparen. D'accord. Danke für die Vorlage. Also ich möchte es aber trotzdem ein bisschen relativieren. Also ich war ja früher, ich hatte es schon gesagt, bei der Deutschen Bahn AG, einer meiner Jobs war, private Konkurrenten draußen zu halten, nicht in das Netz zu lassen. Ich könnte Ihnen da lange Geschichten erzählen. Ein ähnliches Problem haben Sie überall mit Netzen. Netze sind, wie der Ökonom sagt, natürliche Monopole. Und Sie können damit viel Schindluder treiben. Deswegen gibt es eine Bundesnetzagentur in Deutschland, die für die Regulierung der Netze zuständig ist. Und da muss ich ein klein wenig widersprechen. Meines Erachtens wird das große Geld, wenn Sie zum Beispiel mal Abschlüsse gucken von RWE, E.ON und so weiter, die machen das große Geld weniger mit den Netzen, weil hier die Renditen gedeckelt sind. Da kommt 9%+ raus. Ne? Bei den Grundlasttechnologien kommt über 20% raus, weit über 20%. Also hier wird meines Erachtens, da liegt der Hase im Pfeffer und der Netzausbau ist eigentlich deswegen so heikel und auch in privater Hand so heikel, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, weil hiermit diese zentralistischen Technologien unterstützt werden. Ich glaube aber weniger, dass die Netze an sich jetzt so der ganz große Quell des finanziellen Wohlergehens sind. Natürlich sind diese 9%+, die wollen mehr als 11% haben, aber selbst diese 9%+ sind angesichts des sehr begrenzten Risikos dieses Geschäfts schon viel zu viel. Vollkommen d'accord. Und es ist auch vor diesem Hintergrund auch nicht nachvollziehbar, dass beispielsweise die CDU, die ja durchaus sich mal mit dem Plan getragen hat, die Übertragungsnetze in eine staatliche Gesellschaft zu überführen, mittlerweile von diesem Vorhaben nichts mehr wissen will und dass auch die ganzen Beteiligungen der großen vier auch an den Verteilernetzen, also an den Mittel- und Niedrigspannungsnetzen, dass die mittlerweile heute überhaupt gar kein Thema mehr sind. Also die Netze gehören in staatliche Hand, die gehören nicht in private Hand, dann kann man viel besser und viel neutraler planen. Das Problem ist, wir haben keine neutrale Planung. Ich habe Ihnen gesagt, mein großes Thema ist Land. Bei Land haben Sie genauso Renten wie in der Energie. Es gibt keine neutrale Landnutzungsplanung, weil da laufen die Interessengruppen da reinfunken. Genauso wenig gibt es eine neutrale Netznutzungsplanung, weil da laufend Interessengruppen reinfunken und weil eben ein großer Teil des Netzes privatisiert ist. Das darf nicht sein. Und das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Teil der Diskussion, dass wir hier endlich mal davon runterkommen. Da sind wir im Grunde bei dem Thema, also ist diese Energiewende jetzt wirklich für die Gesellschaft ein Gewinn oder ist sie nur eine Art Rettungskapitalismus? Ist es eine Privatisierung? Wie wird das eingeschätzt? Und wir reden hier jetzt vom Strommarkt. Der Stromerzeugung ist nur ein gewisser Prozentsatz der Gesamtenergie, die wir verbrauchen. Da ist die Wärmeenergie für Heizung nicht dabei, da ist der ganze Antrieb der Fahrzeuge im Grunde, also außer der Eisenbahn, Automobilindustrie, das ist da alles nicht inkludiert. Was bedeutet also eine Energiewende, wenn man sie ernst nimmt, für die Struktur unserer Gesellschaft? Also der Wärmemarkt ist doppelt so groß wie der Strommarkt und das redet keiner darüber. Warum? Weil diese dicken Renditen hier nicht. Ich meine, die sind auch prächtig, ne? Also da kann man mit Durchleiten und so weiter auch diese guten 9% erzielen, aber diese dicken Renditen wie im Strommarkt, die kriegt man hier natürlich nicht. Ne? Also an der Stelle ist schon vollkommen klar, wie die Diskussion verläuft. Was war die andere Frage? Was ist für die Struktur
der Gesellschaft, also eine Energiewende, wenn man sie ernst nimmt, zu 100% Umbau auf erneuerbare Energien, was kann das für die Gesellschaft bedeuten? Also die ganze Energiewende, so wie sie jetzt gemacht wird, da wird den Leuten was vorgespiegelt. In Wirklichkeit zementieren wir noch weiterhin Grundlasttechnologien, die laufen sehr, sehr schleichend aus. Es wird sogar noch laufend die Kohlekapazitäten zugebaut und die erneuerbaren Energien, das wird sozusagen als ein Add-up so noch dazu gemacht. Aber ein richtiges Ersetzen, und ich glaube, da spielt die jetzige Netzausbauplanung, wie sie jetzt beschlossen worden ist, eine Schlüsselrolle. Ein richtiges Ersetzen hat man überhaupt nicht vor. Diese zentralistischen Technologien, die möchte man weiter haben und die werden auch weiterhin die Macht der großen vier hier verfestigen. Und das, was wir da jetzt an Bewegungen haben, die sehr begrüßenswert sind, wie Energiegenossenschaften und so weiter, wie Rekommunalisierung und so weiter, das spielt sich leider eher noch am Rande ab. Es wäre sehr zu wünschen, wenn das viel stärker in den Mittelpunkt gerät. Ich würde, soll ich jetzt, gut, ich würde noch was dazu sagen. Also wenn wir die Energiewende so schaffen, wie wir es uns vorstellen, mit dezentralen Strukturen, dann hat das extreme Auswirkungen auf die Volkswirtschaft. Das ist vielleicht vielen, die wir hier sitzen, gar nicht so bewusst und darüber macht man sich auch selten Gedanken. Die Frage ist ja, wenn ich Geld ausgebe für erneuerbare Energien, wer kriegt denn das Geld? Wo fließt das Geld hin? Wahrscheinlich fließt es zu Bürgergenossenschaften, zu privaten Photovoltaikanlagenbetreibern, zu Windenergiemüllern und so weiter. Das heißt, zum großen Teil bleibt das Geld hier in diesem Lande und steht für weitere Anschaffungen einfach wieder zur Verfügung. Wenn ihr fossile Energieträger erwerben muss, sei es aus dem russischen Raum oder aus dem arabischen Raum, dann ist das Geld, was ich dorthin ausgebe, weg. Und was die mit diesem Geld, was ihnen zur Verfügung gestellt wird, machen, das können wir alle, glaube ich, relativ leicht dann an den Konflikten und an den Fußballvereinen in England zum Beispiel, wenn ich an russische Milliardäre denke, sehen. Also eine dezentrale Energieversorgung mit erneuerbaren Energien hat auch einen extremen volkswirtschaftlichen Aspekt. Und das wird in der ganzen Diskussion, die wir hier ringsherum um das Thema erneuerbare Energien führen, einfach nicht berücksichtigt. Und das Problem an erneuerbaren Energien ist ganz einfach, es ist komplex. Man kann es nicht mit einem Satz beschreiben. Man kann zwar sagen, erneuerbare Energien sind gut und es ist spitze und es ist super, aber die Komplexität in diesem Thema ist relativ hoch. Die Auswirkungen auf die Gesellschaft sind relativ hoch. Theoretisch und auch praktisch muss man jedem, der so eine Photovoltaikanlage, eine Windmühle oder Biomasse baut, herzlich dazu beglückwünschen, dass das Geld, was quasi für Energie ausgegeben wird, hier in Deutschland ausgegeben wird. Und selbst wenn wir an das EEG im letzten Jahr denken, vielleicht mit 26 Cent für eine Photovoltaikanlage, eine Kilowattstunde Strom, Photovoltaikanlage oder 9 Cent für eine Kilowattstunde im Windbereich, dann werden wir vielleicht in 3 Jahren sagen, das war eine super Investition, weil Strom aus fossilen Energiequellen dann vielleicht 35, 36 oder 37 Cent kostet. Und selbst wenn wir jetzt solche Diskussionen und Wörter haben von Entsolidarisierung der Photovoltaikanlagenbetreiber gegenüber dem normalen Stromkunden, also alleine das Wort Entsolidarisierung finde ich schon ziemlich schlimm, das dann aber auch noch von einem Wirtschafts- oder Bundesumweltminister zu hören, ist noch viel schlimmer. Entsolidarisierung vom Strom, das würde ja dasselbe sein, als wenn Sie jemanden, der in seinem Garten Äpfel, Erdbeeren oder Kartoffeln anbaut, auch eine Entsolidarisierung vom Landwirt oder vom Supermarkt vorwerfen, weil er geht ja dann nicht mehr dorthin und kauft das ein. Also dafür, dass Sie selbst für sich vorsorgen, dafür, dass Sie Vorsorge betreiben, werden Sie noch quasi vom Bundesumweltminister oder vom Bundeswirtschaftsminister beschimpft als Entsolidarisierer. Ich glaube, in dieser Diskussion, die wir jetzt haben, steckt eine ganz, ganz große Angst der großen vier Energieriesen, die Energiekunden, ihr Kundenpotenzial zu verlieren. Aber jeder, der von Ihnen so etwas für sich umsetzt, egal ob als Beteiligung oder als mit einer eigenen Anlage, wird dazu beitragen, dass der Standort Deutschland langfristig davon profitiert. Zum Thema erneuerbare Energien. Also die wirken eben viel, viel schichtiger in die Gesellschaft als jetzt nur über den Strompreis. Und gerade das Stichwort Biomasse, da ist ein Zusammenhang mit dem Boden da. Zum Stichwort Biomasse gibt es vielleicht auch unterschiedliche Ansichten. Soll man sie nutzen, soll man sie nicht nutzen? Vor allen Dingen, was passiert durch Nutzung von Biomasse mit dem Boden?
Also ich meine, die Frage, sollen wir sie nutzen, sollen wir sie nicht nutzen, ist in dieser Form falsch gestellt. Der größte Teil oder ein sehr großer Teil des Energiebedarfs auf dieser Welt wird durch Biomasse gedeckt, vor allen Dingen in Ländern der sogenannten Dritten Welt. Und Biomasse wird auch bei uns immer eine gewisse Rolle spielen. Und das ist meines Erachtens auch gut so. Nur es ist immer so, wenn man etwas übertreibt. Und durch das EEG, durch die Förderpolitik wurde es meines Erachtens übertrieben. Wenn man etwas übertreibt, läuft man mit diesen Extremen Gefahr. Diese Gefahr besteht darin, dass beispielsweise, wenn Sie hohe Fördersätze für Energiemais beispielsweise setzen, dass dann die Bauern eben nur noch Energiemais anbauen und daneben ein Bauer mit einem möglicherweise sogar ökologischeren Konzept überhaupt keine Chance mehr hat. Also der wird sich da nicht mehr durchsetzen können, der wird möglicherweise auch nicht mehr in der Lage sein, das betreffende Land anzupachten, weil er nicht mehr gegen die Pacht Erträge, die eben die Energiebauern bezahlen können, anstinken kann. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, es hat sehr viele Facetten dieses Themas. Mittlerweile sagt man, ja, es gibt eine Flächenkonkurrenz. Diese Flächenkonkurrenz ist mittlerweile weitgehend unbestritten. Also ich möchte nur mal ein Beispiel nennen. Ich komme aus dem Saarland, da gab es das, gibt es beispielsweise das in Bexbach eine Bürgerinitiative, die hatte sich gegen ein Palmölkraftwerk, das ist jetzt nicht Flächenkonkurrenz, aber auch ein schönes Beispiel, gegen ein Palmölkraftwerk gewehrt. Warum? Weil sie zu Recht gesagt haben, wenn man sich Palmöl anschaut, das wird in Indonesien beispielsweise angebaut, dann wird da zuerst der Urwald platt gemacht. Sie kennen die Bilder mit den Orang-Utans, es gibt aber noch viel weniger populäre Tierarten und auch Pflanzenarten, die dann ebenfalls über den Jordan gehen und dann am Schluss wird der Mist hier noch hertransportiert. Das heißt, wenn Sie am Schluss die Ökobilanz angucken, die CO2-Bilanz, das ist ein Desaster. Dann verbrennen Sie lieber sofort fossilen Kraftstoff, ist viel ökologischer als dieses. So etwas wurde natürlich auch durch das EEG und durch andere Fördermaßnahmen fokussiert. Jetzt sagt man, ja gut, davon kommen wir jetzt weg, auch von der Flächenkonkurrenz kommen wir weg, Teller und Tank und so weiter, davon kommen wir auch weg durch die Biokraftstoffe der zweiten Generation. Wir sind jetzt in der Lage, Abfälle auch energetisch zu verwenden, wir sind in der Lage, die gesamte Pflanze energetisch zu verwenden und so weiter. Ja, aber auch hier, wenn man es übertreibt, kommt man in eine Problematik rein. Beispielsweise wird jetzt massiv Totholz gesammelt. Ein großer Teil der Käferpopulation hierzulande befindet sich in Totholz. Wenn man das alles wegnimmt, ja, hat man auch ein Problem mit der Biodiversität. So hängt halt alles zusammen. Es sind Ökosysteme. Mit anderen Worten, man darf es nicht übertreiben. Also Biomasse, eine gewisse Biomasse ist gut, aber in dem Augenblick, wo es übertrieben wird, kommt man in ein Problem hinein, egal mit welcher Technologie man die Sache anfängt. Ein Problem, das ich immer heraushöre, ist die Speichermöglichkeit. Sonne scheint am Tag, Wind weht nicht zu jeder Zeit, der Strom wird aber zu jeder Zeit nachgefragt und gebraucht. Wie überbrückt man diese Differenz zwischen dem möglichen Angebot und zwischen der tatsächlichen Nachfrage? Muss der Konsument umlernen, ich wasche nur mehr Wäsche, wenn die Sonne scheint? Oder gibt es wirklich Speichertechnologien, dass vom Verhalten, vom Konsumentenverhalten keine große Änderung erforderlich ist? Das wäre vielleicht eine Frage für den Physiker. Ja, also in diesen Speichertechnologien und den Fortschritten bin ich nicht so informiert, kann ich nicht beurteilen, wie weit die da sind. Also man kommt da auch weiter. Ich glaube aber letztendlich wird die Zukunft darin bestehen, die Energie zu erzeugen, wenn man sie braucht. Und das Dezentrale ist auf jeden Fall vorzuziehen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber es ist auch nichts gegen zentrale Energieversorgung oder Energieerzeugung einzuwenden. Es kommt ja eher darauf an, wie. Und das Wichtigste ist eigentlich, und das spricht auch völlig gegen Biomasse, dass man nichts, keine Ressourcen mehr verbraucht dabei. Und nichts mehr verbrennt oder sowas. Können Sie das kurz? Und dann würde die, zum Beispiel bei der Solarzelle wird ja nichts verbrannt oder so, sondern es ist ein sich einbinden, ja,
in den Energiekreislauf, ne, hier elektromagnetische Strahlung halt in der Solarzelle, aber da gibt es eben noch weitere Möglichkeiten. Und darauf wird es ankommen, nichts mehr zu verbrennen. Und was ich da als Folge eigentlich positiv sehe, ist dann auch, dass die ganze Beschaffungskriminalität wegfällt, was die Rohstoffe angeht. Stichwort? Nee, das war's eigentlich. Ist das mit Beschaffungskriminalität klar, was damit gemeint ist? Wollen Sie das noch ein bisschen erläutern? Nee, muss ich glaube ich nicht. Gut, also ich würde jetzt gern die Diskussion erweitern um Publikumsfragen. Gibt es jemand unten mit dem Mikrofon, der eventuell Fragen sammeln würde? Und dann die Frage an Sie. Bitte schön, dass wir mal zwei oder drei Fragen sammeln und dann schauen, wie weit wir mit der Beantwortung auf dem Podium kommen. Jetzt noch. Vielleicht noch eine Sache zu den Speichern. Also Speicher, eine Bemerkung kann ich mir nicht verkneifen. Da spielt beispielsweise, das kann man auch nicht isoliert sehen, da spielt beispielsweise die Integration in andere Konzepte auch eine große Rolle, beispielsweise Elektromobilität. Ne? Also hier lässt, wie soll ich sagen, die politische Führerschaft dieser Regierung auch ein klein wenig zu wünschen übrig. Andere Sachen sind vollkommen unklar. Also beispielsweise bekam ich mal einen Tipp von einem Angestellten eines Energiekonzerns, der sagte mir, guck doch mal in die Bilanzen der großen vier unter immaterielle Vermögensgegenstände. Da stehen nämlich die ganzen Patente. Seine Behauptung war, da würden systematisch Patente gehortet und blockiert über Speichertechnologien. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Das sehen Sie aus den Abschlüssen nicht. Das wären Sachen, um die man sich mal kümmern müsste. Inwieweit gibt es tatsächlich solche Entwicklungen? Inwieweit sind das grundlose Anschuldigungen? Ich weiß es nicht. Aber wenn dem so wäre, wenn dahinter etwas wäre, dann wäre es natürlich krass. Dann würde das die Energiewende aufhalten. Und es liegt auf jeden Fall im Interesse der Großen, diese Speichertechnologien, weil die nicht kompatibel sind, mit dieser zentralistischen Grundplatztechnologie nicht allzu schnell hochkommen zu lassen. Ich sehe eine Dame, die hat als erstes aufgezeigt und dann hier am Tisch zwei. Einen Moment bitte, hätten Sie ein Mikro, Saalmikro? Nicht? Dann soll es. Müssen wir es ohne Saalmikro probieren, dass Sie einfach laut. Gut, also ich wiederhole noch kurz, dass wir es richtig verstanden haben. Sie vermissen den Aspekt, weniger Energie zu nutzen. Da würde ich vielleicht gern darauf antworten. Ich sehe das ganz anders als Sie, von wegen weniger Energie. Ich glaube ganz einfach, wir werden künftig erneuerbare Energien in so einem Umfang erzeugen können, auch wenn es erst in 20 oder 30 Jahren soweit ist, dass wir endlich davon unsere Häuser einzupacken in Polystyrol und in irgendwas aus Ölprodukten. Ich glaube ganz einfach, es ist sicherlich sinnvoll zu überlegen, wofür nutze ich Energie, aber wenn wir die Gesamtbilanz angucken, inklusive Wärme, werden wir in den nächsten 20 oder 30 Jahren einen Energieüberschuss erwirtschaften, der es uns ermöglicht, ganz neue Hauskonzepte zum Beispiel wieder umzusetzen. Also da geht die Denke vielleicht in unterschiedliche Richtungen. Also da sollten wir uns überlegen, was da sinnvoll ist, das Haus einpacken und dämmen, oder vielleicht viel günstiger regenerative Energien erzeugen und damit vielleicht auch gewisse Wärmeverluste im Haus in Kauf zu nehmen. Insbesondere, wenn Sie sich das Thema Raumklima und Schimmelbildung angucken, ist das wahrscheinlich eine Variante, die durchaus ja, in Betracht gezogen werden könnte. Sonst noch eine Stellungnahme dazu? Da am runden Tisch waren zwei Herrschaften. Erst der Herr mit der Brille. Ich
Wir haben hier, Sie könnten auch herauskommen, wir haben ein Mikro hier, dann versteht es jeder. Super, sportlich. Ja, ich bin jetzt selbst nicht so bewandert in den genauen Zahlenwerk des EEG-Gesetzes, aber so als interessierter Zuschauer kommt es mir so ein bisschen vor, als ob es hier einfach, als ob hier, sagen wir mal, viele Themen thematisiert werden im Zuge des EEGs, sehr systematisch tiefgehende Argumente, wo es mir eigentlich so vorkommt, als ob hier einfach nur ein Kalkulationsfehler vorliegt. Dirk, du hast das eben ein bisschen angedeutet. Wenn ich mir anschaue, welche, ich meine, hier musste ja ein Gesetzgeber Zahlen festlegen und diese Zahlen basierten auf gewissen Erwartungen, wie viel Wind, wie viel Sonne oder Wind wird privat überhaupt ausgebaut. Das ist ein Parameter. Der andere, wie hoch sind die Investitionskosten des Einzelnen, also wie hoch muss der Preis sein, damit sich das auch lohnt. So, jetzt haben wir aber gesehen, dass die Preise der Anlagen massiv gesunken sind, was bei technischen Innovationen jetzt nicht so überraschend ist, dass das Volumen der Anleger plötzlich riesig wurde und dass die Produktionskosten einfach niedriger waren. So, das führt dazu, dass jetzt also eigentlich ein Gesetz existiert, in dem Zahlen stehen, die aber gar nicht mehr zu der kalkulatorischen Situation passen, die der Einzelne hat, sodass da gigantische Gewinne entstehen und wir jetzt eigentlich so ein bisschen das Problem des Bestandsschutzes haben. Wir können da nicht mehr zurück, aber wenn wir das so laufen lassen, dann können die Konsumenten das gar nicht mehr zahlen. Also offenbar liege ich da falsch, aber das wollte ich wenigstens mal geklärt wissen von Leuten, die es besser wissen, weil das so ein bisschen die gefühlte Wahrnehmung ist, die ich so habe. Ja, oder? Wenn ich dazu antworten dürfte, also ich habe mich ja nicht gerade als ein Freund des EEG hier geoutet, aber was ich auch als absolut verfehlt betrachte, waren diese Zuckungen unserer aktuellen Bundesregierung, die dann auf einmal, als sie feststellte, wir haben sehr hohe Fördersätze, aber im Zusammenhang mit den jüngsten technologischen Entwicklungen in der Photovoltaik, beispielsweise Dünnschichttechnologie und so weiter, haben wir sehr stark sinkende Kosten auf einmal, Herstellungskosten. Auf einmal geht man hin und möchte die Fördersätze abrupt absenken. Das ist natürlich eine Geschichte, die gibt auch nicht unbedingt Investitions- und Planungssicherheit. Also hier wäre sicherlich ein längerfristiger und besser planbarer Horizont sehr stark gewünscht. Es ist natürlich teilweise schwierig zu prognostizieren, mit welchen Raten stellt sich hier der technologische Fortschritt ein, aber es gibt da mittlerweile ganz gute Prognosen, sodass man es machen könnte. Ich möchte da vielleicht noch was ergänzen, weil Sie ja insbesondere angesprochen haben, was so die gigantischen Gewinne der einzelnen Marktbeteiligten betreffen sollte. Ich streite auf keinen Fall ab, dass viele in der Branche und in vielen Prozessketten gigantische Gewinne durchaus gemacht haben. Das ist mit Sicherheit so. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass jeder, der eine Investitionsentscheidung getroffen hat zu einem bestimmten Zeitpunkt, auch eine verlässliche Kalkulation darüber anstellt, ich habe investiert zu einem bestimmten Preis und die Investition amortisiert sich über einen gewissen Zeitraum. Das ist so. Da im Nachhinein sagen zu wollen, ich kann da was dran ändern, das ist wahrscheinlich, was das Thema Investitionssicherheit für Deutschland betrifft, nicht möglich oder sollte nicht möglich sein. Dann muss man vielleicht auch, um zu sehen, wie sich das gesamtwirtschaftlich auf die Bevölkerung auswirkt, auf den Stromkunden auswirkt, muss man es vielleicht auch so sehen, dass der Großteil der Investitionen, insbesondere auf das Thema Photovoltaik, was Sie angesprochen haben, in dem Jahr 2011, 2012 war, da haben wir jeweils einen Zubau gehabt von ungefähr 7,5 Gigawatt. Da haben wir durchschnittliche Stromkosten von zwischen 24 bis 28 Cent. Also 2011 im Schnitt 28 Cent, 2012 sind wir deutlich unter diesen Beträgen gewesen. Und wir haben mittlerweile für Photovoltaikanlagen im Bereich größerer Anlagen, größer 30 kW, haben wir Stromgestehungskosten oder Vergütungen von ungefähr 14,5 Cent momentan. Was man bei der ganzen Sache nicht vergessen darf, ist, dass so eine Projektierung, also insbesondere Anlagen, die im größeren Maßstab gebaut werden, das ist ein Punkt, auf den wir uns mal spezialisiert haben, auch Bearbeitungszeiten oder Projektlaufzeiten von 1,5 bis 2 Jahren mit sich zieht. Also es ist nicht so, Sie kommen dorthin und machen eine Photovoltaikanlage. Sie brauchen also gewisse Rahmenbedingungen, um am Markt auch agieren zu können. Wir hatten insbesondere im letzten Jahr
das Problem, dass durch dieses Hin und Her im Erneuerbaren Energiengesetz ja, massive Verunsicherungen bestanden haben, wo zwischen ich habe einen Auftragsbestand von und ich habe null, ja, gerade mal 14 Tage lang. Ich könnte an der Stelle, vielleicht hat es der eine oder andere gestern gesehen, den Film Energiewende rückwärts, da habe ich auch so einen kleinen dokumentarischen Teil damit dazu beigetragen. Da werden Sie sehen, wir hatten also Anfang des letzten Jahres einen Auftragsbestand von 10 Millionen Euro. Dann sind Herr Röttgen und Herr Rösler, das war also auch tatsächlich im vorigen Jahr, so lange ist das noch gar nicht her, für die Presse getreten, haben gesagt, das EEG muss weg. Und innerhalb von einem Tag, oder in dem Fall innerhalb von 14 Tagen, hatte ich einen Auftragsbestand von null. Diese Zyklen, die wir also in diesem Markt haben, sind über den Zeitraum immer größer geworden. Also die Zyklen, die Ausschläge nach oben und unten sind immer größer geworden und die Zyklen selber immer kürzer. Also diese Branche, insbesondere die Photovoltaikbranche, wenn man dort als Unternehmer tätig ist, ist extrem anstrengend, extrem nervenaufreibend und man kriegt nichts geschenkt. Man kriegt in diesem Markt einfach auch nichts geschenkt. Die gigantischen Gewinne sehe ich in dem Moment nicht. Wir sind jetzt bei einer Degressionsstufe angerufen, wo auf einer Freifläche eine Vergütung gezahlt wird von 11 Cent. Ich glaube, das ist im Verhältnis dazu relativ wenig. Und Sie müssen auch sehen, was es wird bei der ganzen Diskussion aus meiner Sicht immer wieder vernachlässigt, wenn wir 100% Strombedarf haben, und von diesen 100% werden jetzt 20%, 22%, was auch immer, durch erneuerbare Energien gedeckelt oder entsprechend erzeugt, dann muss ja auf der anderen Seite vom Strompreis auch was runtergehen. Das sehen wir nicht. Wir hören in der Diskussion nur, dass die bösen erneuerbaren Energien, dass wir jetzt eine Strompreisbremse, sagt unser Umweltminister, einführen wollen. Die bezieht sich aber ausschließlich nur auf den Bereich der erneuerbaren Energien. Was die fossilen Energieträger im nächsten Jahr wieder um 5 oder 6 Cent pro Kilowattstunde teurer werden, das ist egal. Hauptsache, die Strompreisbremse wirkt bei den erneuerbaren Energien. Also, ich habe das Bedürfnis, ganz kurz zu korrigieren. Mir ging es nicht um die gigantischen Gewinne eines Anbieters wie Ihnen, sondern mir ging es um den Investor. Und so wie ich das verstanden habe, war zu Beginn des EEGs es so, dass es eine todsichere Investition ohne Risiko war. Nein, die Preise für die Renditen sind über die Jahre relativ konstant geblieben. Das kann ich Ihnen so sagen, weil das Stück Solaranlage war teurer, vom Prinzip war dann auch die Vergütung höher, aber die Rendite ist über die Jahre relativ konstant geblieben. Was wir jetzt sehen ist, dass wir in einen Korridor kommen zwischen 4-5% für einen Investor, das macht es momentan nicht wirklich attraktiv. Wenn ich noch ergänzen darf, wir haben ja nicht nur Photovoltaik, wir haben auch andere Energielinien wie Windkraft und so weiter und da gibt es durchaus ein gewisses Risiko, trotz der Einspeisung, da haben auch viele in die Röhre geguckt, wenn ihnen 8% versprochen wurden und am Schluss waren es nur 4%. Also ich kann Ihnen sagen, die DKB hat einen Investmentfonds aufgelegt, wo notleidende Photovoltaikanlagen der Bank, also eigenen Finanzierungen, wo Photovoltaikanlagen aufgenommen werden, aus eigener Finanzierung, die notleidend geworden sind. Und der Fonds ist mittlerweile 350 Millionen Euro groß. Also so ganz risikolos ist das Geschäft mit Photovoltaikanlagen wohl dann doch nicht. Gut, ich muss jetzt leider etwas auf die Uhrzeit schauen. Es war da unten noch eine Wortmeldung. Ich würde sagen, wir nehmen noch insgesamt 3 Wortmeldungen. Einmal da. Einmal war da noch in der Mitte. Oder hat das sich erledigt? Genau, der Herr mit dem... Und da drüben noch eine. Bitte schön, hier und dann machen wir eine kurze Schlussrunde. Ich möchte anknüpfen an eine Äußerung von Professor Dirk Löhr. Zu Anfang die Förderung nach dem Preis pro oder irgendwie Preis pro eingesparte Tonne CO2. An der Stelle musste ich so etwas denken wie die Änderung des individuellen Lebensstils, durch den ich auch eine ganze Menge CO2 einsparen könnte. Das knüpft an der Äußerung aus dem Publikum dort. Wie könnte so etwas den einzelnen Individuen zurückfließen? Das ist die eine Frage. Und dann, wie messen wir die Übertreibung? Was ist das Kriterium? Du hattest gesagt, wenn es übertrieben wird, wird es schlecht. Wo ist die Grenze zu Übertreibung und normal? Ja, du stellst natürlich, die letzte Frage ist sehr schwierig, aber da wo es beispielsweise, wo wir jetzt durch die Förderung von Bioenergie, das geht bis hin zu solchen Geschichten wie E10, also ökologisch tanken,
was ja zur Folge hat, wenn wir das nicht eindämmen bzw. noch ausweiten, dass wir dann extern Flächen außerhalb Europas in Anspruch nehmen müssen. Also solche Geschichten sind mit Sicherheit eine Übertreibung. Die Frage ist schwer zu beantworten und letztlich, meines Erachtens, müssen diese Frage dann auch Naturwissenschaftler beantworten. Und man muss eben davon ausgehen, es gibt ein Prinzip in der Ökologie, auch in der ökologischen Ökonomie, dass man sagt, wenn ich ein System nicht richtig intellektuell durchsteigen kann, wenn da möglicherweise irgendwelche Risiken drin sind, dass ich etwas kaputt mache, dann fasse ich es erst gar nicht an. Wenn ich mich dieser Gefahr aussetze und bei bestimmten Biomasseförderungen, da habe ich mich dieser Gefahr ausgesetzt, dann sollte ich im Zweifel sehr zurückhaltend sein, bevor ich da irgendetwas einführe und erstmal lieber ein Risikoassessment mehr machen und mit der Förderung den Ball flach halten. Da ist man meines Erachtens in der Vergangenheit viel zu forsch an diese Geschichte herangegangen. Das tut mir leid, ich kann es nicht anders beantworten, da muss man auch von Fall zu Fall rangehen. Die andere Geschichte, auf die du wahrscheinlich abstellst, was mir ein sehr sympathischer Gedanke ist, was aber auch mit fossilen Energieträgern in der Tat nicht funktioniert, da die sogenannten Energierenten, also die Riesenerträge, die man hat, teilweise in Saudi-Arabien landen, ne, teilweise in anderen Staaten landen, aber teilweise auch durchaus in Kassen europäischer Konzerne landen, ne. Also ich möchte hier nur mal ein Beispiel geben, womit verdienen denn beispielsweise Gesellschaften wie BP, Esso, Shell ihr Geld? Die verdienen ihr Geld nicht an den Tankstellen, die verdienen ihr Geld auch nicht mit der Raffinierung von Öl, die verdienen ihr Geld in der Ölexploration bei den sogenannten Ölrenten. Da kommen Milliarden, aber Milliarden von Euro zusammen, weil sie sehr kostengünstig fordern können, aber weil sie zu einem sehr hohen Preis dann sozusagen das Zeug auf den Markt bringen. Das macht diese Gesellschaften reich. Und hier ist die Frage, was macht man beispielsweise mit solchen Renten? Solche Renten könnten abgeschöpft werden. Schlicht und ergreifend abgeschöpft werden, radikal abgeschöpft. So würde man beispielsweise solchen Companies den Anreiz nehmen, immer wieder hinzugehen, hier solche Ressourcen abzugreifen und die Kosten andere Leute tragen zu lassen. Das geht ja immer systematisch damit einher. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, Nigeria, ne, wo da gefördert wird, ich glaube es ist Shell, ne? Sie kennen alle die Bilder, wo da die Kinder da in dem Ölschlamm warten, krank werden und so weiter. Es ist allerdings ein ganz, ganz weiter Weg. Es bedürfte eines internationalen Regimes, eines Besteuerungssystems, das diesbezüglich international greift. Und ich kenne keine einzige Partei, auch die Grünen nicht, Frau Vollmer, die sich da diesbezüglich schon ernsthaftere Gedanken gemacht hätte, wie man so etwas etablieren kann. Also ganz radikal die Ressourcenrenten abschöpfen, ganz radikal zurückgeben an die Bevölkerung. Und das gilt auch für erneuerbare Energien. Auch hier existieren durchaus Ressourcenrenten. Also wenn ich mir anschaue, es wird irgendwo ein Windrad gemacht, auf einmal verdient der Bauer, dem das Geld gehört. Ja, muss das denn sein? Das ist eine solche Rente, ne? Oder im Saarland werden Photovoltaikanlagen da gemacht im großen Stil, wieder von großen Konzernen, und auf einmal wird die Gesetzgebung geändert, dass man sie noch stärker, die Abstände noch weiter reduzieren kann, um noch mehr zuzupflastern. Ja, auf der einen Seite schön, ne? Aber auf der anderen Seite wird damit natürlich eine Rente erzielt, die man auch in Teilen wieder durchaus zurückgeben könnte, ne? An die Bevölkerung, ne? Und das hat man schon mal früher mit Ökobonus und so weiter durchdacht, beziehungsweise in eine solche Richtung gegangen, aber nicht konsequent ausgeführt. Ich weiß, du willst in die Richtung ressourcenbasiertes Grundeinkommen, und das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Gut. Ich möchte das nicht abwürgen. Wir sollten langsam wirklich Schluss machen. Es sind noch zwei Wortmeldungen. Ich bitte um kurze Statements, beziehungsweise auch um kurze Antworten. Wir sollten in 5 Minuten die Bühne räumen. Es gibt noch ein weiteres Abendprogramm. Und somit bitte zuerst hier am Tisch der Herr und danach, und dass wir dann auf beide Wortmeldungen antworten. Ich habe noch mal eine Frage zu den Speichertechnologien. Wie schätzen Sie die
die Chancen der von Greenpeace Energy propagierten Windgastechnologie ein. Da geht es darum, dass man eben die überschüssigen, volatilen erneuerbaren Energie dazu verwendet, Wasser mit Elektrolyse zu zersetzen, den Wasserstoff ins Gasnetz einzuspeichern und dann bei Bedarf wieder abzuhören und da Energie zu machen. Ich persönlich halte das für eine Möglichkeit, die sich aber langfristig nicht durchsetzen wird. Der Wirkungsgrad ist meines Wissens unter 40%, sodass es ein sehr teures Verfahren ist und wieder ein zentralistisches, was einen Vorteil sicherlich bietet, dass man das bestehende Erdgasnetz nutzen kann. Aber langfristig halte ich die Technologie nicht für zukunftsfähig. Das ist meine persönliche Meinung. Bitte. Vielen Dank. Wenn Sie heute einem jungen Studenten, der gerne in der Energiebranche studieren möchte, empfehlen würden, welches Studium oder welche Richtung er eingehen würde, spalten sich ja zurzeit so die Gemüter in die Befürworter der Atomenergie, der fossilen Brennstoffe, der regenerativen Energien und der sogenannten Raumenergie und freien Energie. Welchen Bereich würden Sie als den Bereich der Zukunft einem jungen Studenten empfehlen? Also meinen mich, oder? Sie müssen natürlich an den Umweltcampus Birkenfeld kommen, weil wir dann, wenn da mehr Studenten kommen, dann bekommen wir mehr Geld. Ne? Also von daher ganz klar. Nee, aber mal unabhängig davon, natürlich ist der ganze Umweltbereich der Bereich der Zukunft. Wie weit der sich jetzt... und die große Kohle machen können, haben Sie auf keinen Fall. Aus meiner Sicht sollten Sie Wirtschaftsingenieurswesen mindestens einen Studiengang noch belegen, dass Sie auch wissen, wie Sie mit den Zahlen umgehen, von dem, was Sie dann da vielleicht entwickeln. Und erneuerbare Energien sind definitiv richtig. So. Von den 5 Minuten sind jetzt erst 3 um, deswegen wollte ich noch einmal kurz eine Frage stellen. Ich hatte mich eben auch gemeldet. Und zwar haben wir heute Morgen von Frau Vollmer gehört, was dazugehört, wenn man Politiker sein möchte. Und sie hat gesagt, gefährlich denken. Und ich war 2009 in Kopenhagen beim Weltklimagipfel und habe mir da die Zahlen angeguckt, die die Vereinten Nationen im Sachstandsbericht genannt haben zur Gefährdung des Klimas. Und da war das 2-Grad-Ziel erfunden worden. Und um das zu erreichen, schrieben sie, müssen 2 Kriterien eingehalten werden. Und zwar einmal das Kriterium, dass bis 2050 80%, also die CO2-Emissionen um 80% reduziert werden. Und das, was meistens unterschlagen wird, es eine maximale absolute Zahl an CO2-Emissionen in Tonnen wurde da vorgegeben. Und von dieser absoluten Zahl haben wir jetzt nun schon einen Großteil verbraucht bis 2013. Und wenn wir von jetzt runtergehen würden auf diese 80% Reduktion, die ja noch möglich ist, dann würden wir aber gar nicht mehr dieses absolute Ziel einhalten. Das heißt, wir müssten sehr, sehr radikal die CO2-Emissionen kappen und dann sind die ganzen Szenarien, die wir uns jetzt, in denen wir uns bewegen, absolut hinfällig. Müssen wir viel, viel schneller sein. Und deswegen die Frage, kann sich auf dem Podium jemand vorstellen, dass wir innerhalb von, ich sag mal, 10 Jahren in Deutschland CO2-frei sind und innerhalb von 15 Jahren in Deutschland zu einer CO2-Senke werden? Also ich glaube, das ist ein sehr großes Thema, das jetzt aufzupacken und über die ganze CO2-Diskussion anzufangen, das schaffen wir nicht mehr.
wenn es einen Satz dazu gibt, ein Ja, ein Nein, aber wir können das bei besten Willen nicht weiter diskutieren. Wir sind länger da, man kann sich unten dann noch unterhalten über das Thema, aber ich würde bitten, dass wir wirklich Schluss machen, weil es einfach an der Zeit ist. Gibt es einen Satz dazu? 2,5, aber dann ist wirklich definitiv Schluss. Also das Thema ist natürlich sehr komplex. Um es vorweg zu beantworten, nein, nicht erreichbar. Das ganze Kyoto-Protokoll, auch die Nachfolgeprotokolle, kranken daran, dass eins nicht erreicht ist, nämlich die sogenannte Klimagerechtigkeit. Was wir bräuchten, ist radikaler Cut bei CO2. Aber jetzt ist die Frage, dadurch machen wir natürlich aus dem ehemaligen öffentlichen Gut Atmosphäre, wir setzen da Eigentumsrechte dran, wir verknappen es, setzen Eigentumsrechte dran und diese Eigentumsrechte geben wir jemandem. Das Kyoto-Protokoll ist jetzt hingegangen und hat gesagt, damit wir die Sache durchsetzen können, geben wir diese Eigentumsrechte denjenigen, die die Atmosphäre vorher schon okkupiert hatten, also den größten Verschmutzern. Solche Staaten wie Indien, China und so weiter haben dann gesagt, nee, in ein solches System möchte ich nicht mit allen Rechten und Pflichten involviert werden, weil ich ja ansonsten hingehen muss und mir die Entwicklung von den Amerikanern, den Europäern und so weiter, Amerikaner haben nicht mitgemacht, erkaufen muss. Mit anderen Worten, solange Sie diese Gerechtigkeitsfrage, und da sind wir wieder beim Thema Ressourcenrenten, solange Sie diese Gerechtigkeitsfrage nicht lösen, werden Sie hier kein vernünftiges Abkommen in Richtung CO2-Kontingentierung, Kappung erleben auf dieser Welt. Wir fahren auf gut Deutsch gesagt an die Wand. Was im Übrigen das EEG angeht, da bringt der Herr Sinn, mit dem bin ich sonst wirklich nicht immer in einer Meinung, aber er bringt da das Argument, das meines Erachtens auch stimmt, dass wir hier eine bessere Integration des EEG in den Emissionshandel bräuchten. Also beispielsweise ist es so, wenn wir hier schön Strom sparen, wenn wir uns zurückhalten, neue Technologien anwenden und so weiter, dann werden auf gut Deutsch gesagt CO2-Zertifikate frei. Die können innerhalb Europas verkauft werden, zum Beispiel nach Polen. Polen bläst dann dementsprechend das raus, was wir hier in Deutschland gespart haben. Macht also so gesagt wenig Sinn. Ne? Richtig Sinn machen würde es, wenn man, was Herr Trittin früher mal vorgeschlagen hat, dann dementsprechend auch in dem Ausmaß, wie man zum Beispiel die erneuerbaren Energien ausbaut, dann eben den Cap, also die Begrenzung für CO2, noch weiter anziehen würde. Das hat aber damals, als der Herr Trittin Umweltminister war, der Herr Clement, wo der anzusiedeln ist, wissen Sie, verhindert. Solange wir solche Lobbyisten an Schaltstellen sitzen haben, werden wir da nicht besonders weit kommen. Das war jetzt leider kein sehr positiver Abschluss. Ich würde zum Abschluss noch einen positiven Satz sagen und bitte um Verständnis, dass wir wirklich beenden müssen. Der Wind bläst für uns alle, die Sonne bläst für uns alle und man sollte sich überlegen, wie weit wir diese Dinge kommerzialisieren, wie weit wir sie uns wegnehmen lassen. Und eben das Schöne an der Diskussion ist bei den erneuerbaren Energien, dass wirklich die Sonne für alle gleich scheint. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit, möchte den Film nochmals empfehlen vom Franz Ferenczky, Leben mit der Energiewende. Wer sich näher für das Thema interessiert, sehr empfehlenswerter Film. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke.